Leonidas Video 3 zu 0, wo wir letzte Woche bei der Mitte pausiert haben, machen wir heute den zweiten Part. Nee, ich habe ein Gerstenkorn. Machen wir heute den zweiten Part. Und zwar, das Video heißt 3 zu 0, weil er Larry Wills 3 zu 0 besiegt hat. Let's go. Hansi, Ja. any final words to Leonidas? Und das hatten wir noch. Sekunde. So, hier geht es los. Und wenn er mich hat, dann muss er sowieso erst. Der Herr hat mich auf den ESN Days angesprochen und gefragt, ob ich nicht auch mal Armdrücken machen möchte. Das ist so ein Armdrück-Coach, aber da bin ich raus. Bei meinem Glück verletze ich mich direkt. Wenn er mich hat, dann muss er sowieso erstmal, du weißt, hier vorbei. Ja. Und wenn das nicht klappt, dann starte ich wieder so, aber gehe direkt in den Haken. Also meine größte und einzige Angst ist, dass er zu schnell ist. Meinst du? Ja, das finde ich auch. Also nicht Synthol, aber der Bizeps bei Leonidas, der hat so eine komische Form, ne? Leon WY, danke dir fürs Abo, Junge. Vielen Dank. War schon ein geiles Erlebnis, Digga. Als die beide auf die Bühne gesteppt sind, das war krass. Vorher bestimmt schöne Hallo-Testin geworfen. Ja, da sind die so was von abgerutscht. Und wisst ihr, wo ich zu diesem Moment war, in diesem Augenblick? Das bin ich hier vorne. Da vorne sitze ich, daneben mein Kameramann und hier noch der Moderator vom Livestream. Wir haben ja kurz davor den Livestream moderiert. Und dieser schwarze Schatten hier, das bin ich. Boah, Larry hat schon brutalen, wilden Rücken. Guckt euch das mal an. Ja, schön auf den unteren Strap, dann geht's auf die Hand. Ist das nicht auch ein Moderator, den man des Öfteren im Fernsehen sieht? Ich meine, ich gucke keinen Fernsehen, gar keinen. Ich habe nicht mal einen Fernsehanschluss hier zu Hause. Aber der kommt mir bekannt vor aus irgendeiner Sendung. Oder? DSDS oder so? Boah, der Bizeps von Larry, Alter, irre. Der Zaun, okay? Zack, 1-0, vorbei. Ja, der Bizeps ist verformt, weil der sich den mal abgerissen hat. Larry. Super, das Snap geht. So eine krasse Zeit. Ja. Krasse gesehen. Und da hat die Oberhand gut gewonnen. Deswegen, du musst da raus. Ja. Siehst du an, dein Brachialis ist besser. Er kommt da nicht rein. Und dann stehst du brutal da. Der Coach, richtig, richtiger Löwe. Wie geil der den mit Emotionen, der den anführt und motiviert. Richtig geil. Guter Superblock. Einfach vor 8000 Leuten, krass, ne? Hab's nicht schon viel am Anfeuern. Guck mal hier, was ein Löwe in der ersten Reihe mit Geringdosierer-T-Shirt. Ich glaub's nicht. Du bist ein wahrhaftiger Ehrenlöwe, Digga. In der ersten Reihe ganz, ganz stolz trägt er das Geringdosierer-Shirt.
Freunde, falls ihr euch das sichern möchtet, ne, auf gibmirnochzweiwochen.com bekommt die ganzen Stoffmänner das Geringdosierer-Shirt in Oversize. Und auch den Hoodie. Stoffmann-Shirt kommt, keine Sorge. Ich werde mich drum kümmern, ich habe selber Bock drauf. Das etabliert sich, glaube ich, Stoffmann. Mein Max-Bankdrücken war mit 105, 104 Kilo, 215. Also 104, 105 war mein eigenes Körpergewicht und 215 habe ich gedrückt. Ohne Straps, ohne Bandagen und alles. Bam, Junge, auf entspannt 2:0. Onkel Kowalski verschenkt dir ein Abo. Vielen lieben Dank, Onkel Kowalski. Nein, da wir, die Pandemie ist doch vorbei. Warum soll ich die Merkel-T-Shirts wieder raushauen? Hat doch gar keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. Wenn du eine gute Seite hast, darfst du mit deiner Seite nicht rein. Da geh und mach nur Brachiales, genau. Nutz das Ende von dir. Komm, Leon! Das dritte geht's, glaube ich, das längste. Das war irre. Junge, dass Leon einfach dabei Kaugummi kaut, ist unglaublich. Guckt mal auf seine Wangenknochen. Der kann doch nicht ernsthaft dabei Kaugummi kauen, hä? Der war so ein Psychopath, Alter. John am Eskalieren hinten. Der kaut Halotestin. Geil. Leo, mein Lieber, von Anfang an, es ist richtig, richtig geil gelaufen für dich. Du hattest heute nie Zweifel, habe ich das Gefühl gehabt. Doch, auf jeden Fall. Also gerade in der ersten Runde dachte ich, das wird jetzt ein Fight, das wird ein Kampf. Es war auch nicht leicht, aber so ab der zweiten Runde habe ich gemerkt, wo seine Schwächen sind. Habe mich darauf fokussiert, bin genau darauf gegangen und der Plan hat funktioniert. He was a stronger man today. Hand, wrist, dominant, stronger bicep. I mean, look at the guy, he came in ready. No excuses. Oh, shit, Alter, was war das denn? Boah. Lass mal gucken, was der Puls sagt. Oh. Na, guck mal. 133 Schläge die Minute. Krass, Mann. Das ist ordentlich. Ja! Fängt er das T-Shirt und flippt aus. Guck mal, der Typ ist so geil. Das war, glaube ich, der beste Moment in seinem Leben und der Kollege, der freut sich auch mit. Wie geil ist das denn, Mann? Alter! Das haben wir durch, Markus. Das habe ich dir gesagt, 3-0. Jetzt ist die Beerdigung von Lario, Mann, Kollege. That's the B-Team, Alter. Geil, schön, dass ihr da seid. Habt ihr euch schon gehört? Ja, Mann. Andreas, super geil. Super geil. Super gut gemacht, wirklich. Uff, Junge. Sehr stolz gemacht. Sehr stolz. Ey, ohne Witz, in der ersten Runde dachte ich, der wird mich jetzt hart zu ficken, ne? Da war Strap meine einzige Chance und dann im Strap habe ich gemerkt, es ist gut. Es kann gut werden. Aber man muss auch echt sagen, wir haben ja das letzte Mal vor 3 Jahren gedrückt, krass improved. Er ist so stark geworden. Das sah aber nicht stark aus, außer die letzte Runde, ne? Die war heftig. Ich habe gedacht, es wird schwer, aber die erste Runde, boah, ich war echt ein bisschen baff, ne? Es war krass. Ich war auch kurz unsicher. War wirklich krass, Mann. Aber am Ende sah es total easy aus irgendwie. In der letzten Runde konnte ich ihn auch im Hook halten. Ich habe fast ein bisschen in die Hose geschissen.
geil. Ja. Der ist doch runter, wirklich. Echt, ja? Ja, super, ey. Du yes, Bro, thank you, Bro. Nice. Yes. Thanks, man. Alter, ich schwör's dir, heute Abend gehen wir erstmal fett essen, Alter. Ja. Auf meinen Nacken. Guck mal, was hier los war. Ja, geil, Alter. Ja, so stimmt. Geil, wie John am abfeiert. Guck mal bitte aufs Handy-Display. Ja, ja. Auf meinen Nacken. Guck mal, was hier. Das sieht so geil aus. Guckt mal jetzt auf das Handy, bitte. Los, Alter. Ja, geil, Alter. Er hat so Stimmung gemacht, ey. Das war so geil. Geil, Mann. Geil. Was für ein Druck von seinen Schultern gefallen ist. Nach dem Sieg. Geil. Ich hab richtig Herzklopfen. Und es fällt auf. Boah, richtig geiler Tag war das. Wenn ich das jetzt so sehe, die Szene, ich krieg Gänsehaut. Wie viel muss ich dir geben, dass du einen kleinen Poster noch machst? 150. Ja, okay. Aber oberkörperfrei, so gell? Nee, nein, oberkörperfrei. Haben wir gemacht. Hose auch. Nein, doch, ey, so ein Posing, Mann. Ja. Der macht das ja, haben wir in der Vorschau gesehen, ne? Das ist völlig Banane, der Finley. 200. 250. Okay, Mann. Ey, ich meine, ganz ehrlich, du hast dich so gut entwickelt. Hast du die Kommentare gesehen? Leute feiern dich. Krass. Wie der Kameramann den noch motiviert. Crowd wartet eigentlich nur auf den Moment, dass du da hingehst und ein Poster machst. Du musst manchmal im Leben einfach nehmen, was dir zusteht. Ja. Und auch wenn ich da jetzt... Simon, danke für 1 Euro, mein Lieber. Wenn er oben sieht, du musst dich zeigen. Weißt du, ich muss so oder so für Bodybuilding üben. Ja, eben. Wenn ich auf die Bühne will... Der Kameramann die ganze Zeit, ja eben. Ja komm, du bist so gut geworden. Ja auch, Oberkörperfrei und Hose. Meine Rede. Und wo bin ich hier? Genau hier. Wenn ihr jetzt denkt, oh, das klappt nicht, oh, ich kann das nicht. Dann nur, weil du behindert bist. Korrekt. Und jetzt stürmt er einfach die Bühne, Digga. Aus dem Nichts. Und die Sidechess hinterher, Dennis Rattano kackt sich ein. Aber geil, ohne Witz, finde ich richtig cool. Der hat Eier aus Stahl, der Junge. Matze Kö, 24, danke fürs Abo, Digga. Digga, dem ist alles scheißegal, feier ich gerade voll. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Wird der gejagt noch? DSN Bra, Digga. Brosep startet bei der Dennis James Classic. Wenn ich mich nicht irre. Und? Hat es euch gefallen? Ich glaube, du bist dein Job los. Ja, doch, gut. Ja, ey. Scheiß drauf. So, ist das ein Teil von der Show? Nein, war ich improvisiert. Wie fandst du die Show? Ich fand die Show eigentlich interessant, ja. Ich fand die Show interessant, aber leider muss ich dich jetzt des Platzes verweisen, Kollege. Geht besser. Ja. Aber ist schon gut geworden. Aber das war definitiv kein Teil von der Show. Nein, war es nicht. Wow, der hat sich getraut. Okay. Hat ich viele Zuschauer? Im Stream oder wo? Nee, jetzt hier. Naja, die hier stehen, haben es gesehen. Okay, was? Ich meine, du standst auf der Bühne, du hast es doch gesehen. Was fragst du denn nicht? Der war Tunnelblick, hat er gehabt. Ich hab die halt ignoriert. Aber ich hoffe, die Frau fand es auch gut.
Die Frauen fanden es richtig gut, finde ich. Was meinst du? Ich will nicht wissen, wie viele Follower der dazu gewonnen hat dann. Bitte? Ich hoffe, die Frauen fanden es auch gut. Frag doch mal die Mädels hier vorne. Nein. Doch. Komm, wir fangen. Das ist eine zu viel. Warte. Nee, komm, wir fangen. Was? Wie komm, soll ich denn fragen? Warte, ja, ich suche. Ja, erstmal suche ich. Nee, wir fragen die beiden hier. Guck mal, die gucken auch schon. Was ist die größte Frage? Wie fandet ihr den Jungen? Sehr gut. Ja? War ja gut. War cool, auch mal was trauen. Siehst du, hat funktioniert. Was ist das? Siehst du? Fangen wir mal weiter. Mr. Bombastic, Bomba Fantasta. Eine Frau will immer nur drei Worte hören. Warum isst du nur 100 Gramm Reispudding am Morgen? Weil es schneller verdaut wird. Weil es reicht. Das sind 80 Gramm Carbs. Ich esse 5-6 Mal am Tag. Wie viel soll ich essen, Digga? Soll ich mit 300 Gramm reinpfeifen? Und danach gehe ich auch direkt meistens zum Sport. Das passt für mich. Und aktuell mache ich eine kleine, ist leider was dazwischen gekommen. Ich war ja so ein bisschen am Aufbau machen, aber ich habe spontan, geht es für mich in den Urlaub im November. Ich muss noch buchen, ich weiß nicht wohin, aber ich brauche eine Woche Auszeit im November. Deswegen mache ich gerade ein bisschen am Shredden. Ich will so ein paar Kilo abnehmen. Zweite Woche, Diätwoche ist schon rum und die Form hat sich brutalst verbessert. Also vom Oberkörper, ich bin schon sehr gut lean geworden jetzt. Und ja, vier weitere Wochen ungefähr. Und dann geht es ab. Welche? Bitte. Welche drei Worte, Michael? Was? Dich. Falsch. Absoluter Schwachsinn. Ich liebe dich. Schwachsinn? Absoluter Schwachsinn. Findest du die Show? Sehr gut. Sehr attraktiv. Ich habe mich echt. Ich war sehr. Angetörnt. Ja. Was? Der Momo, danke dir, mein Lieber, fürs Abo. Hey, Fix, können wir T-Shirt tauschen, damit ich das in Erinnerung behalten kann? Nee, sorry, Digga. Oh. Hey, ich hab's selber nicht. Sag mal, Leonidas, ich bin ein Kind von dir. Von Samuel. Nicht von John? Ja, von Leonidas. John hat aber eine schwarze Schlange. Soll ich unterschreiben? Der unterschreibt einfach BHs, Digga. Junge, dein erstes Autogramm. Doch, das kann man lesen, oder? Finn, wie süß. Ja, Killer. Danke dir, Pumping. Also, das war nicht an mich gerichtet. Ich dachte an mich, wegen meinem Urlaub. Lass mal noch ein Liedchen fragen. Richtige Blamage hier. Wirklich stark. Oder wir gehen mal mehr in die Menge. Das Urs und Markus Rühl Video kommt heute nicht dran. Es ist erst vor einer halben Stunde online gekommen, um 20 Uhr ungefähr. Nein. Ich bin reingefangen, ob das jemand gesehen hat. Das haben doch alle gesehen, Alter. Montag gucken wir uns das an. Oder es landet auf meinem Hauptkanal. Mal schauen. Bist du blind? Weiß nicht. Ich weiß schon, dass das Frauenparkplatz ist, ja. Das ist scheißegal, einfach hinstellen. Wir haben doch alle die gleiche. So Gleichberechtigung. Die wissen ja nicht, was Leon ist. Vielleicht ist ja Leon. Vielleicht identifiziert er sich ja einfach. Genau, zum Beispiel. Zieh die Hose hoch, Junge. Achtung, es eskaliert. Was sehe ich denn da bei der Dame auf dem Rücken stehen für ein Wort? Das triggert mich gerade ein bisschen. Dann noch in drei verschiedenen Farben dreimal geschrieben. Oh mein Gott. What kind of stuff you filming? I thought it's fitness channel. You know Dennis Kohlrus? Yes. You know, they call him the Mighty. Because of his... Don't you know, wow. Legend say, but... John has to find out. Yeah. I don't want to be disrespectful, but Dennis Kohlrus is vorbei. You know? He's done. Warum triggern die den jedes Mal in jedem Video? Weiß das einer? He's done.
Immer fronten die Kohlrus in jedem Vlog. Beer for man, yeah. Cola for fitness. Ingwer für richtige Männer. For child. Ginger. It's really good. Ginger. Ginger. Ingwer, wie heißt Ingwer nochmal? Ginger ist Ingwer, ja, oder? Ginger ist Ingwer? Nein, Mann, oder doch? Boah, jetzt bin ich wieder überfragt. Hä? Wie heißt Ingwer in Englisch nochmal? Ginger. He likes the ginger girls. Ginger, doch, okay, passt. I mean this. But you like ginger too? Ja, ginger of course, girls. Yeah. Ich glaube, John mag alle Frauen. Hauptsache zwei Beine, lange Haare, Digga. Ginger guys. I am engaged with Ginger, so I can tell you stories. You have a thing, you have a wife or girlfriend? Yes, we are engaged, not married yet. And you want to have a baby later? What? You want to have a baby? Yes, I want 5 kids. Not 16 like you, but 5 kids. Is down walking good or is... All right. Anything, you know my number? Don't worry, I'm... Der labert auch echt nur um Käse, ne, die ganze Zeit. What's up, dude? Schon bestellt? Of course. Ich hab mir... Lass mich raten, sind es 4 oder 5 Gänge? Ja, Onkel Kowalski, da gebe ich dir auch recht. 4. Alter, du hast gut geschätzt. Oh, lecker. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Oh, wow, look at that. Dankeschön. Guten Appetit. Thank you. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, ja. Ach so, dabei habe ich wieder auch dazugelernt, Onkel Arkadius. With you? I just asked for the picture. Yeah, okay. Did I flirt with you? No. Okay. I guess. What do you mean you guess? No. No, okay, good. Okay. Yeah. Okay. Tay Tay, danke dir fürs Prime Abo. Very nice. So, okay, if the pictures are out, I will send you. Okay. But I don't know your Instagram, so how am I going to send it to you? Yeah. I don't know your Instagram, how I can send it to you. Direkt so, so ein Schlingel ist das, ja? So ein Schlinge, so macht man sich die Instagram-Accounts klar. Schmaler Breitling, danke fürs Abo. I'll text you, I guess. That's so it. You're asking for my Instagram? No, I, indirectly, I don't ask for your Instagram. But I want the picture, so oh. I have to. So you are the one asking for my Instagram? Okay. Have a nice evening. Thank you. You're welcome. Yeah. Noch ein schönes Bier hinterher. Das ist come on, dude. Jetzt alle? Oh, der knallt sich das einfach weg, Junge, auf Ex. Schon zu fett. Hier. Jeder muss aber geil. John, ich gebe dir 300 Euro, wenn du das auch hinterher trinkst. Hier. 300 Euro. Du, wie viel Geld hat denn der Kameramann? Dem gibt er 250, dem gibt er 300. Oh, ich will's. Ja. Oh, Scheiße. Sind das 0,5er Gläser? Aber das krass, mal eben so 1 Liter Bier wegexen, da ist man glaube ich direkt, hat man einen am Würsel. Das sind echt 0,5er Gläser. Und bitte nicht. Boah. Der geht jetzt rein. Das haben wir in der Vorschau gesehen, jetzt wissen wir auch warum. Wir hatten ein geiles Auto, aber noch mit dem Opa dann am Ende, geil. Oh Mann, ja, war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag, der ESN Day. Ich freue mich auf nächstes Jahr, hat Bock gemacht. Ich habe die die Armdrück-Challenge mit Leonidas und Larry auch fleißig mir dort reingezogen. War echt eine Bombenstimmung. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer.
den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, .com ist jetzt online, dann könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3x die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.